heute gibt es mal ein richtiges Füller-Review wieder. Und zwar geht es heute um die beiden neuen Waldmänner, die ich habe, meine einzigen bisher, die Xetra Viennas, auf die ich aufmerksam geworden bin, wie auf diese Firma Waldmann überhaupt, wie ich schon sagte, durch Big G. Und dann, als ich mir dann die Dokumentation vom SWR angeschaut habe, fand ich das ganz faszinierend, wo auch gerade die Xetra Vienna vorgestellt worden, mit dem fantastischen Wiener Muster, was da eingraviert wird in das Silber mit dem Lack, und das ist alles, hat mir alles sehr gut gefallen. So, wie ich schon, glaube ich, erwähnt habe in dem kurzen Überblicksvideo über meine ganzen neuen Füller, konnte ich mich nicht entscheiden, welche zwischen den beiden Varianten des Xetra Vienna, und zwar dem Xetra Vienna und dem Xetra, also in Schwarz-Silber, und dem Xetra Vienna Lady in Weiß-Rosé-Gold. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, das tun wir mal weg, das brauchen wir später. Es gibt heute auch ein Art kleines Papier-Reviewchen, weil ich heute nicht auf Rodia.pad schreibe. Egal, so. Die wunderschöne Schachtel von Waldmann hatte ich euch schon gezeigt, oder ihr habt sie schon woanders gesehen. Die ist wirklich sehr schön gemacht, sehr solide und in gewisser Weise schlicht und edel, aber sehr schön, und die funktioniert auch gut. Und wenn man sie öffnet, dann kann man das hier vorne aufklappen, das finde ich auch ganz nett. Dann kann man hier die eigentliche Box rausholen. Das heißt, wir haben die äußere Schachtel. Die tun wir mal weg. Und die, ups, so bitte. Die innere Schachtel. Hier, das ist so ein weiches textiles Material. Und dann haben wir hier auf der Frontseite dieses silberfarbene Metallteil mit dem Waldmann-Schriftzug und dem Logo. Sehr schön. Das sieht auch sehr schick aus. Das schnappt auch schön. Und dann haben wir hier drinnen, also die kamen separat in zwei Schachteln logischerweise, weil ich, ich habe ja zwei bestellt, aber man kann wunderbar die zwei in eins tun, den anderen habe ich, die andere Schachtel habe ich weggetan. Dann haben wir hier die Box an sich. Das geht nicht so ganz auf, ich stelle es mal so, dann sieht man es vielleicht besser, genau. Da ist einmal drin, gucken wir erstmal, was drin ist. Wir haben drin einmal eine Packung Tintenpatronen, Standard, kleine Standard-Tintenpatronen in King Blue, Royal Blue, Königsblau. Dann haben wir hier drin ein Schnipselchen, was an dem Clip dran hing, wo drauf steht, ne, könnt ihr nicht sehen, dafür sehen meine Finger aus wie aus dem, was ist denn heute los? Hallo? Egal, wir reden hier über Füller und nicht über meine Finger. Sterling Silber 925, Made in Germany. Ein kleines Zettel, da war der Füller drin, in der Tüte, da ist wieder ein Zettelchen, auf dem steht Kappe mit Schraubsystem, bitte nicht ziehen. Haben wir auch schon gesehen. Dann ist hier drin, wie man den Füller, bei dem Füller die Patronen wechselt oder bei einem Kugelschreiber die Minen wechselt. Ein Garantiekärtchen, das man selber ausfüllen muss. Was natürlich nur Sinn macht, wenn man auch den Kaufbeleg von der Firma, wo man es gekauft hat, aufhebt. Und dann hier den
die Rechnung. Dazu kommen wir noch, wo ich das gekauft habe und was es damit auf sich hat und so weiter, was Service angeht und kleine Problemchen. So. Schöne Box. Kommt weg. Hier sind die beiden guten. So, jetzt zoomen wir, glaube ich, mal rein. So. Geht das? Na, das ist zu viel. Zu viel des Guten. Ups. Meine Güte. Ach, da geht's. Das ist so blöd, wenn man das über Kopf machen muss, dann sieht man einfach nicht, was man tut. Ist das scharf? Ich hoffe es. So, also, das sind die beiden guten Stücke. Einmal schwarz-silber, einmal weiß-rosé-gold. Holen wir sie raus. Wie schon letztens gesagt bei dem Überblick, finde ich solche Pärchen sehr schön, weil sie schön sind und ein Pärchen darstellen und überhaupt. Egal, gut. So. Dieser hier heißt Xetra Vienna und er heißt Xetra Vienna. Ich muss auch mal auf Display gucken, was ich hier mache. Und der heißt Xetra Vienna Lady. Sind aber funktional und von allem identisch, außer wie gesagt von der Optik her. So, fangen wir einfach mal an. Also. Für die Leute, die es interessiert, sind, wie gesagt, Patronen-Konverterfüller. Es sind Konverter drin, die wurden mitgeliefert, Waldmann-Konverter. Diese Füller, die wiegen tatsächlich beide nahezu gleich, was mich weiter verwundert. Das Gesamtgewicht ist 40,9 Gramm, also nicht sehr leicht. Aber auch nicht super schwer. Also man hat was in der Hand. Das liegt am Silber. Es ist ja schließlich eine ganze Menge Silber hier verarbeitet. Und wir haben dann die Kappe. Wiegt 18,4 Gramm. Und der Body 22,5 Gramm. Beide Füller habe ich in der Version mit der Stahlfeder gekauft. In B-Stärke. Und zwar habe ich das deswegen in der Stahlfeder gekauft, nicht nur, weil die Goldfeder viel teurer ist, ich glaube, nahezu 200 Euro mehr, also, bin mir nicht sicher, aber es war sehr viel mehr, sondern hauptsächlich deswegen, weil die Goldfeder eine Bicolor-Feder ist. Und ich gerade bei dem Schwarz-Silbernen, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, das nicht passend fand, wenn die Feder Goldfarbe hat, weil der ganze Füller in Schwarz und Silber ist. Und bei dieser Variante, dem Lady, ist die Feder, die Stahlfeder, rosé vergoldet. Deswegen kostet der glaube ich auch 80, 90 Euro mehr als der hier, weil alle Teile hier vergoldet sind, die Silberteile. Ich finde es einfach nur, es sieht einfach nur schick aus und passt. Soho. Wie geht's weiter? Schauen wir uns den an. Also, wie ich das glaube ich auch schon. Ich habe schon einiges in dem Überblick. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht alles umschmeiße, wenn ich mich hier umsetze. So. Ich gerade Leute, meine Güte. Man sollte Videos vielleicht doch nicht so spät am Abend drehen. Also, ich war bei dem Füller. Wo sonst? Blöd. Also, wie ich schon sagte, genau, das war's. Wie ich schon in dem Übersichtsvideo über meine neuen Schätzchen
erwähnt habe, da hat man was zu schrauben an dem Ding. Also, eins, zwei, drei, vier, fast 4,5 Umdrehungen, bis er auf ist. Das ist schon eine Hausnummer. Mich stört das überhaupt nicht, weil ich habe es nicht eilig, wenn ich mit Füller schreibe. Ganz im Gegenteil, ich will mir Zeit nehmen, ich will das genießen und deswegen stört mich das überhaupt nicht, wenn ich da ein bisschen an der Kappe rumschrauben muss. Wenn ich es wirklich eilig hätte, dann es gibt genügend andere Füller, die man dabei haben kann, die eine... Na, wird das mal was, ja? Komm, wird scharf? Nee, will nicht, ne? Ist ja doof. Hallali. Okay. Komisch, heute ist irgendwie nicht so. So, machen wir es so. Jetzt ist scharf. Okay. Also. Das sind Jovo-Federn. Mittlerweile in beiden Füllern. Dazu komme ich auch gleich noch. Stärke B. Machen wir den anderen auch auf. Wie ihr seht, komplett in Roségold. Nein, ihr seht nichts, was schon wieder rausgerutscht ist. So. Meine Güte, das ist nicht schön. So. Wie gesagt, beides kleine Jovo-Federn, ich weiß nicht, wie die Größe heißt, diese Nummer, ich kenne mich da nicht so genau aus. Sorry. Es glänzt und glitzert und ist wunderschön, das seht ihr alles hier nicht so toll. In der Kamera her ist das ein bisschen gerade wie Weihnachten. Und ja, so, also. Schrauben wir mal auf. Muss man auch ein bisschen kurbeln. Hier hakt ein bisschen was. Das weiß ich nicht, was da los ist. Aus irgendeinem Grund an der Stelle. Ihr seht. Aber ist nicht schlimm. Der sitzt so bombenfest, der Konverter. Der kann nicht rausflutschen. Ein guter Konverter. Funktioniert. Alles tadellos. So, bei dem anderen, seht ihr gleich, gibt es dieses Problem nicht. Da hakt nichts. Ich weiß nicht, es ist nicht schlimm. Wie gesagt, es beeinträchtigt die Funktion nicht. Hat mich nur ein bisschen irritiert, insbesondere aufgrund der dieses Qualitätsanspruchs von Waldmann, dass alles 100-mal kontrolliert und überprüft wird. Und, aber dazu kommen wir gleich noch. Okay, so. Jetzt. Bevor ich zum Schreiben komme. Jetzt muss ich wieder rauszoomen. Bevor ich zum Schreiben komme, muss ich was über diesen Füller erzählen und über die Feder. Und wie ihr seht, hier liegt eine andere Feder. Und das ist nämlich die, mit der der Füller geliefert wurde. Und leider kann ich euch das jetzt hier nicht so zeigen. Also, wen es interessiert, der möge mich bitte kontaktieren. Könnte jetzt Fotos machen, ich habe aber jetzt keine Lust extra noch eine Kamera zu holen, um Makrofotos zu machen von den Federn. Das ist eine Jovo-Feder, das hat jetzt auch eine Jovo-Feder, das ist eine Bock-Feder. Das sieht man, wenn man sie vergleicht. Der Füller schrieb auf Anhieb perfekt. Ich habe ihn betankt mit Pelikan 5001,
die möchte ich sehen. Pelikan 4001, schwarz-blau-schwarz, schwarz-blau-blau-schwarz, genau. Eine Nummer-Sicher-Tinte, kein Problem. Oder jede andere Pelikan 4001 nehme ich eigentlich normalerweise immer zum Testen. Diese diesen Füller habe ich betankt ursprünglich mit einer Tinte, die ich mit dem Füller zusammen mitbestellt habe, und zwar einer Faber Castell Cognac Braun. Und der Füller schrieb nicht. Er schrieb nicht an. Man musste ihn schütteln, dann schrieb er ein bisschen und dann hörte er auf zu schreiben. Der Tintenfluss unterbrach. Dann habe ich den entleert in das Fass und wieder neu gefüllt. Schrieb wieder ein bisschen, hörte wieder auf. Sobald man ihn auch kurz liegen ließ, schrieb er gar nicht weiter. Okay, ich dachte, liegt es an der Tinte? Nimmst du Pelikan 4001 Brillant Braun, weil ich wollte in diesem Füller halt Braun drin haben, weil es bei diesem von der Farbe her passt. Dachte ich zuerst, geht, ging auch nicht. Kurz liegen gelassen, aus, fertig. Ne? Gut, dann habe ich mir die Federn angeschaut und festgestellt, dass die Federn unterschiedlich sind. Diese Feder sah anders aus als diese. Ich war mir nicht sicher, weil ich wusste, dass Waldmann zwischendrin offensichtlich den Hersteller der Federn gewechselt hat, von Bock auf Jovo. Und ich wusste nur nicht, welche ist welche, weil so genau konnte ich die nicht identifizieren. Ich habe nur gesehen, es sind unterschiedliche. Gut. Aber es ging nicht. Ich habe alles versucht, wollte nicht. Hab ein paar Tage gewartet, dann rief ich bei dem Händler an, bei dem ich diese Füller gekauft habe. Und zwar, und das muss ich jetzt hier mal zeigen und erwähnen, bei der Firma, könnt ihr das sehen, Penoblo. Ja, habe ich im Internet bestellt. Da gab es die beide. Und ich habe angerufen, habe das Problem erklärt und kein Problem, also was heißt kein Problem, für den Händler kein Problem. Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich schicke das ein und dann geben sie es an Waldmann zurück oder ich bekomme einfach so unproblematisch eine Austauschfeder zugeschickt. Und ich habe mich dann für die unproblematische Austauschfeder-Variante entschieden, weil es einfach schneller geht. Und da ich sowieso noch was bestellt hatte da, nämlich noch einen anderen Füller und ein paar weitere Tinten, habe ich gesagt, bitte schickt mir das alles zusammen. Das hat 2 Tage gedauert. Die Ersatzfeder, die Austauschfeder war da. Ich habe sie ausgetauscht und von der ersten Sekunde an kein Problem. Also es lag definitiv an der Feder. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut und zwar... Das könnt ihr nicht sehen hier im Bild, aber zwischen der Feder, da bin ich, zwischen der Feder und dem Tintenleiter kann ich mit dem Fingernagel durchfahren. Der Tintenleiter sitzt nicht auf der Feder auf. Das ist ein eindeutiger Montagefehler bei Bock, der leider in der Qualitätskontrolle bei Waldmann durchgerauscht ist. Kann passieren. War ärgerlich, aber ist problemlos behoben worden. Jetzt bin ich glücklich mit beiden. Beide schreiben sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Schreibtest. Weil wir sind schon wieder bei, ich weiß nicht wie vielen Minuten gelandet, nämlich 20. Auweia. So. Normal schreibe ich auf dem Rodia Dotpad. Heute, ich habe nämlich was Neues entdeckt, neues Papier. Beim DM. Und zwar in verschiedenen Varianten. Ich habe dieses hier. Könnt ihr das sehen? Nein, ihr könnt es nicht sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Das ist von der Marke oder Firma, wie auch immer, Share. Man tut was Gutes dabei. Bei jedem Kauf eines Produktes spendet man eine Unterrichtsstunde für Kinder in wo auch immer. Es ist Recyclingpapier. Also dieses hier ist Recyclingpapier. Ich habe hier diesen College-Block A4.
Das ist 80 Blatt, kariert, 80 Gramm. Kostet, ich weiß nicht, 2 Euro etwas. Ist okay. Dann gibt es auch noch ein... Wo ist er hin? Ah, Leute, Leute. Ein kleines DIN A6 Notizbüchlein. Weggeräumt. Da war ich total, das habe ich zuerst ausprobiert, das war super. Und zwar war ich total begeistert, dass nahezu alle Tinten, sogar die problematischen, weder aus- noch durchgeblutet haben. Und auch von der Rückseite konnte man drauf schreiben. Und man sah auch auf der Vorderseite nichts. Das zeige ich nochmal, wenn ich diverse Papiere vorstelle demnächst. Also, deswegen nehmen wir heute diesen Block hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, hier. Und ich zeige euch die Rückseite. Und wie ihr seht nichts durch. Nichts. Nada. Auch von der Kleckserei her sieht man gar nichts. Ich habe noch mehr rumgescribbelt. Ich habe jetzt keine riesen Sauerei à la Big G gemacht, weil das mache ich normalerweise nicht. Aber wunderbar. Eines der besten 80 Gramm Papiere, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Oxford-Papier genauso gut. Das habe ich bisher noch nicht gehabt, weil da schwören ja einige drauf. Aber ich muss sagen, super, Preis-Leistungs-Verhältnis, toll. Ich habe dann auch noch, wo sind die denn hin? Noch Notizbücher. Die sind allerdings aus einem anderen Papier, nämlich nicht aus diesem Recyclingpapier, sondern aus italienischem Apfelpapier. Die sind auch gut. Aber nicht ganz so gut, was die Rückseitigkeit oder das... Durchscheinen angeht und ich weiß nicht, wo das alles hin ist, weil vorhin war alles noch hier, denn ich musste alles aus dem Weg räumen. Egal, spielt keine Rolle. Lasst uns schreiben und zwar fangen wir mal an mit dem schwarz-silbernen Zitrafiana. Okay, also fangen wir mit Waldmann an. Waldmann, Cetra, Vienna mit einer B-Feder. Und zwar ist die Tinte ist eine Pelikan 4001. Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz? Ich weiß nicht, wie die heißt. Schwarz-Blau. Und lasst uns den Fuchs hüpfen lassen. The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. So. Okay. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen näher gehen, damit ihr mehr seht. So. So ist schon mal ganz gut. Okay, dann machen wir ne? Ist gut. Ich mache jetzt seit neuestem immer sowas hier. Geräusch finde ich gut, kann ich nicht meckern. Ich merke gerade, dass ich auf einer Rückseite schreibe. Und die Rückseiten bei dem Papier sind nicht bei diesem hier. Bei dem kleinen Notizheften sind die perfekt. Bei dem College Block sind die Rückseiten glatter als die Vorderseiten. Das heißt, man hat manchmal ein bisschen mehr Probleme.
Okay, schön und gut und wundervoll. Und weiter geht's. So, nächster. So. Wo sind wir? Moment, wie mache ich das jetzt hier? Ohne dass ich ans Stativ komme. So, also. Waldmann. Petra. Vienna. Diese Tinte hier ist jetzt Pelikan 4001 Brillant Braun. So. Das ist Stupid Fox. Doesn't want to jump any more. So. Ah, ihr seht wieder gar nichts. So, und ich mache das jetzt gleich nochmal, damit ihr den Unterschied seht. So, auf der Vorderseite des Papiers. Ich glaube, das ist mir dann doch Ach nee, das war die Vorderseite. Okay. Gut. Okay. Vielleicht nehmen wir dann doch mal ein Rodia Dotpad zum Vergleich. Kann man ja mal machen. So. Okay. Gut. Sorry, was soll ich noch dazu sagen? Es sind zwei wunderschöne Füller. Ach ja, was das Aufkeppen angeht, das ist Geschmackssache. Es geht, es funktioniert problemlos. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus, aber der Füller ist meiner Meinung nach dadurch abartig lang. Und bei meiner Schreibhaltung, so wie ich schreibe, weil ich schreibe ja nicht vorne mit Dings an, man sieht ja gar nichts hier irgendwie. Ich schreibe ja so, ne? Und nicht so. Immer so. Und dann nee, ist mir zu lang. Außerdem habe ich die Kappe lieber in der Hand. Es gibt ja noch andere Leute, die beim Schreiben die Kappe gerne in der Hand haben, damit spielen oder legen sie eben dran und da freuen sich daran. Und für mich ist dieser Füller bei meiner Schreibhaltung genau richtig von der Länge. Waldmann, Xetra, Vienna. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten bin ich sehr froh darüber, dass sie mir gehören. Ich schreibe gerne mit ihnen, sie sind schön und ich gebe sie auch nicht mehr her. Bei der Gelegenheit nochmal, ich weiß, es ist keine bezahlte Werbung, sage ich gleich dazu. Es ist nur einfach eine
Anerkennung guten Services gekauft bei Penoblo, neben verschiedenen anderen Sachen. So, jetzt habe ich meine Adresse hier, ist egal, kennt ihr eh. So, hier nochmal. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Die haben auch einen Internetkanal, einen YouTube-Kanal. Könnt ihr mal gucken, da sind auch einige interessante Sachen, die da vorgestellt werden. Und als nächstes kommt bei mir dann einmal Papier-Review. Da zeige ich euch diese Share-Papiere und einen No-Name-Blog, den ich gekauft habe für billiges Geld. 10 Stück für, glaube, jeweils 50 Cent das Stück. Relativ dünn, aber super. Und dann kommen noch ein paar Füller-Reviews der Schätzchen, die ich euch in dem Überblick gezeigt habe, inklusive eines weiteren, den ich neu habe, und zwar einem Esterbrook JR Pocket in Blau, weil ich festgestellt habe, dass ich keinen blauen Füller mehr habe, da ich vor 20 Jahren meinen einzigen blauen Füller an einen Freund verkauft habe, weil ich Geld brauchte. So. Okay, so ist das. Das ist das für heute. Habe ich was vergessen? Muss ich was erwähnen? Muss ich sagen, dass das sehr schöne Füller sind, die gut in der Hand liegen und gut schreiben und Freude bereiten? Nein, mehr muss ich nicht sagen. Bis demnächst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich kann euch, wie gesagt, dann auch, wenn es euch interessiert, Foto schicken per E-Mail. Makroaufnahmen von den, dem Unterschied zwischen der Bock und der Jovo-Feder und dem schlecht montierten Tintenleiter. Einfach nur mal so, dass ihr mal seht, wie sowas aussieht. Wenn es euch interessiert. Bis dann wünsche ich euch ein schönen Sonntagabend bzw. eine schöne neue Woche und viel Spaß mit meinen rosa Pfoten und tschüss.